In diesem Video erfährst du alle Schritte, wie du deinen oder deine Ex zurückgewinnen kannst. Und zwar von A wie Auflösung der Beziehung bis Z wie du zusammenkommen mit deinem Ex. Ich bin Dr. Stefan Kraft, Gründer und Experte bei Szenario 2 und du solltest dir dieses Video unbedingt als erstes anschauen, bevor du beginnst, irgendwelche Ex-Zurück-Techniken anzuwenden. Deine Ex-Zurück-Strategie ist nicht kommutativ. Das heißt, das ist wie bei einem guten Kuchenrezept. Da entscheidet die Reihenfolge der Zutaten zwischen einer süßen Köstlichkeit und einem Gatsch, den keiner essen mag. Und wie eben das beim Kuchenrezept auch ist, ist es auch bei einer Ex-Zurück-Strategie. Du musst die einzelnen Schritte, die ich dir in diesem Video zeigen werde, also nacheinander durchlaufen. Viele versuchen da ja irgendwie einzelne Schritte zu überspringen, aber das geht aus unserer Erfahrung in nahezu 99% von allen Fällen schief. Deswegen halten wir uns gar nicht mehr länger auf, sondern stürzen uns gleich rein in die Materie. Wir von Szenario 2 veröffentlichen auf diesem Kanal auch regelmäßig neue Videos mit Techniken und Strategien, wie du deinen oder deine Ex wieder in dein Leben ziehen kannst. Wenn du also diese auch nicht mehr verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drück neben dem roten Abonnieren-Button auch auf die Glocke, dann bleibst du immer up to date. Fangen wir also mal ganz am Anfang an. Die Trennung ist passiert und du möchtest deinen oder deine Ex zurück. Apropos, ich habe dir die einzelnen Schritte in diesem Video auch mit Sprungmarken in der Description unter dem Video verlinkt. Wenn du also schon ein bisschen weiter bist in deinem Ex-Zurück-Prozess oder wenn du dir das Video vielleicht nochmal anschaust, dann kannst du da unten draufklicken und springst direkt zur entsprechenden Stelle im Video. Aber wieder zurück. Die Trennung ist passiert und du merkst in dir, ja, das kann's noch nicht gewesen sein, ich möchte meinen oder meine Ex zurück. Man hat da meistens dann das Bedürfnis, dass man gleich möglichst schnell alles wieder in Ordnung bringt. Aber das führt in der Regel nur dazu, dass du die typischen Ex-Zurückfehler machst, wie zum Beispiel jammern oder betteln oder nochmal über alles reden wollen oder vielleicht auch den Ex irgendwie eifersüchtig machen wollen. Deswegen ist die Devise bei diesem ersten Schritt einmal durchatmen und die typischen Ex-Zurückfehler vermeiden. Die häufigsten Ex-Zurückfehler kannst du übrigens auch in diesem Video da oben anschauen, klick da einfach auf das i drauf. Denn mit solchen Verhaltensweisen treibst du deinen oder deine Ex in der Regel nur noch weiter von dir weg. Gerade am Anfang beim Ex-Zurückgewinnen ist weniger oft mehr, auch wenn das jetzt ein bisschen paradox klingt. Versuch aber mal quasi deinem Ex empathisch zu begegnen und versetz dich mal in ihn oder sie hinein. Man trennt sich in der Regel nicht aus Jux und Tollerei. Was dein Ex dir mit der Trennung aber sagen will, ist, pass auf, mir passt nicht mehr das, was bis jetzt war, ich brauche ein bisschen Abstand von dir, ich brauche mir ein bisschen was anderes. Nochmal bei Schritt 1, wenn du jetzt wütend bettelst und nochmal über alles reden möchtest oder irgendwie einen Ex eifersüchtig machen möchtest oder ihm immer wieder zu nahe treten möchtest, dann respektierst du genau diesen Wunsch nach ein bisschen Abstand, nach ein bisschen Distanz nicht. Damit signalisierst du nur eins, und zwar, mir ist egal, was du brauchst. Ich tue weiter so, wie es ich für richtig halte. Und dann überleg mal andersherum. Wenn jemand deine Bedürfnisse krass missachtet oder gar nicht respektiert, willst du mit dieser Person weiter Zeit verbringen? Ich glaube eher nicht. Deswegen ist der zweite Schritt Kontaktsperre machen. Nämlich die Kontaktsperre ist einer der effektivsten Ex-Zurück-Strategien, die es eigentlich gibt. Nämlich, weil sie die Dynamiken nach einer Trennung ändert. Und weil du dich so wieder deinem Ex annähern nur kannst, weil er oder sie dich dadurch erst wieder zu vermissen beginnen kann. Zum Vermissen kommen wir gleich im nächsten Schritt. Aber lass mich jetzt nur kurz erklären, warum die Kontaktsperre so effektiv ist und was Kontaktsperre überhaupt bedeutet. Kontaktsperre heißt nicht, ich ignoriere dich jetzt auf Teufel komm raus. Wir sind ja schließlich nicht im Kindergarten. Wenn du deinen oder deine Ex zurückmagst, dann verhalte dich auch wie ein reifer Erwachsener. Während der Kontaktsperre vermeidest du da nämlich lediglich die persönliche Gesprächsebene. Also so nach dem Motto, wie geht's dir gerade so, was ist bei dir momentan gerade so los? Und du nimmst aktiv keinen Kontakt zu deinem oder deiner Ex auf. Hast also, du meldest dich nicht von sich aus bei ihm oder ihr eben für solche Themen oder solche Nachfragen. Und wenn ihr miteinander schreibt, dann kannst du schon antworten. Oder auch wenn dein Ex dir schreibt, kannst du schon antworten. Aber eben nur kurz. Und du fragst dann auch nicht mehr nach zu Befindlichkeiten oder was gerade so passiert. Und ganz wichtig, nein, dein Ex wird dich in dieser Zeit nicht vergessen. Aber was passiert durch die Kontaktsperre jetzt? Dadurch hat dein oder deine Ex plötzlich keinen Plan oder keine Idee mehr davon, was sie bei dir gerade so tut.
Und genau das ist so ein bisschen der Nährboden, wo wir später dann auch Gefühle des Vermissens und generell auch wieder Gefühle der Liebe wecken können. Wie lange du die Kontaktsperre durchhalten solltest und wie du sie am besten einleitest, das findest du bei unserem Blog. Hier oben beim i habe ich da wieder ein paar relevante Blogartikel verlinkt. Klick da einfach drauf, dann wirst du dort direkt hingeleitet. Alternativ kannst du auch noch in die Description unter dem Video klicken. Ich gebe dir die Links da auch nochmal rein. Und dann kommen wir durchaus schon zum nächsten Schritt. Und der ist ziemlich essentiell beim Ex-Zurückgewinnen, nämlich du musst wieder Vermissen für dich herauslösen. Vermissen ist sozusagen der Magnet, der deinen oder deine Ex so langsam wieder zu dir herziehen wird. Und er ist auch die Grundvoraussetzung, damit ihr beide wieder in eine Beziehung kommen könnt. Wie löst du aber jetzt Vermissen aus? Das ist ganz einfach gesagt, indem du deinem Ex ganz unverblümt vor Augen führst, was er oder sie früher in der Beziehung gehabt hat, aber jetzt nicht mehr hat. Jetzt wirst du vielleicht einwenden, ich bin in der Kontaktsperre, wie soll ich denn das bitte machen? Und hier sind dann ganz wichtig zwei Aspekte. Und der erste Aspekt ist die Kontaktsperre an sich und die Zeit dadurch, dass du eben wegen der Kontaktsperre von der Bildfläche verschwindest. Das lässt deinen Ex in einen dunklen Raum zurück. Also sie weiß also gerade nichts über die oder sehr wenig über die. Und unser Geist tendiert immer, solche dunklen Räume, wo man also nicht genau weiß, was passiert, mit eigenen Infos und eigenen Geschichten aufzufüllen. Beispiel, wenn du die nicht meldest, dann wird sich dein Ex vielleicht denken, jetzt meldet er sich nicht mehr, schreibt er nicht, vielleicht vermisst er mich gar nicht so. Und die Folge ist, du bist präsent im Kopf von deinem Ex. Und genau um das geht's. Und das zweite ist Social Media. Poste auf Social Media, also Facebook, Instagram oder auch WhatsApp, also WhatsApp dann eben nur im Status, poste du Bilder, wo dein oder deine Ex weiß, wie lustig es ist, mit dir irgendwas zu machen, wo er oder sie aber gerade nicht dabei sein kann. Beispiel, wenn ihr beide früher immer auf ein Konzert gegangen seid oder vielleicht auch irgendein Konzert geplant habt und dann kam die Trennung dazwischen und jetzt gehst du dann zum Beispiel mit einem Freund oder einer Freundin hin und dann postest du ein kurzes Konzertvideo zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram. Führe also coole Dinge aus der Beziehung fort und teile Bilder und Eindrücke davon auf Social Media. Der vierte Schritt ist dann die sogenannte Testfrage. Damit du deinen oder deine Ex zurückbekommen kannst, musst du mal nach der Kontaktsperre so ein bisschen vorfühlen, wie dein oder deine Ex gerade dir gegenüber eingestellt ist. Weil du weißt das ja schließlich nicht. Du weißt nicht, ob dein Ex eher schon positiv von dir denkt, neutral von dir denkt oder vielleicht immer noch ein bisschen negativ eingestellt ist. Weil wenn es zu einer Trennung kommt, dann ist dein Ex in der Regel dir gegenüber immer negativ eingestellt. Was auch logisch ist. Wenn alles nur positiv und happy-peppy gewesen wäre, dann wäre es auch vermutlich nicht zur Trennung gekommen. Und solange dein Ex negativ zu dir eingestellt ist oder auch negative Gefühle dir gegenüber hat, macht es nicht viel Sinn, dass du nach der Kontaktsperre wieder Kontakt aufnimmst. Und ob es schon wieder an der Zeit ist oder ob die Zeit schon reif ist, dass du mit deinem oder deiner Ex schon wieder regelmäßig schreiben kannst, das findest du mit der Testfrage heraus. Und hier entscheidet sich dann auch, ob du die Kontaktsperre gegebenenfalls noch ein bisschen verlängerst oder ob du schon wieder zum regelmäßigen Kontakt übergehen kannst. Wie das genau geht, wie die Testfrage funktioniert und auch einen dreistufigen Prozess, wie du so eine Nachricht schreiben kannst, das gibt es auch wieder in diesem Video hier oben und ich verlinke dir das Video natürlich auch wieder unter die Description hinein. Und das Beste daran ist, wir bei Szenario 2 haben so eine Testfrage so designt, dass du auch fast sicher eine Antwort kriegst, von der du ablesen kannst, wie du weiter tun musst. Du wirst also nicht komplett planlos da zurückgelassen werden. Aber alles Weitere eben in dem entsprechenden Video von Lena. Und eine ganz wichtige Sache ist dann auch, beend die Testfrage unbedingt mit der empfohlenen Phrase, wie auch immer, vielen Dank und liebe Grüße. Das ist ein sogenannter psychologischer Faktor, wie du deinem oder deiner Ex sagst, dass du unabhängig bist, aber dass eine Kommunikation dennoch okay wäre. Bei der Testfrage gibt es im Wesentlichen zwei mögliche Ausgänge. Der erste ist, du schreibst die Testfrage und dein Ex antwortet positiv, dann ist der nächste Schritt Eisbrecher schreiben und Gefühle auslösen, darum geht es in den nächsten Schritten. Oder, das ist dann leider ein bisschen weniger erfreulich, du schreibst die Testfrage und dein Ex antwortet negativ. Aber auch da ist noch nichts verloren. Denn erinner dich mal, die Testfrage war nur da, dass du mal ein bisschen vorfühlst. Heißt also für dich, wenn der Ex negativ antwortet, mach einfach eine Woche länger Kontaktsperre und füll dann nochmal mit einer Testfrage vor. Wichtig, nicht die gleiche Testfrage verwenden, sondern irgendwie was anderes.
Und in den meisten Fällen antwortet der Ex spätestens dann zumindest neutral bis hin schon zu positiv, sodass du dann zum fünften Schritt übergehen kannst, nämlich regelmäßigen Kontakt herstellen. Dazu gibt es aber auch wieder extrem viele, viele Beispiele und Vorlagen, was du schreiben kannst, wie du es schreiben kannst. Da gibt es entsprechende Artikel bei uns am Blog. Ich gebe dir da die relevanten auf alle Fälle auch unter die Description rein und habe dir jene Guides verlinkt, die dir da beim Nachrichtenschreiben und wieder regelmäßig Kontakt aufbaust, die dir da weiterhelfen können. Also gehen wir es an mit Schritt Nummer 5, nämlich regelmäßigen Kontakt herstellen. Das große Ziel beim Ex-Zurückgewinnen ist ja, dass dein Ex wieder Gefühle für dich entwickelt, sodass da auch wieder Romantik und Liebe draus entstehen kann. Gefühle kann man aber nicht wecken, wenn Gespräche immer so ein bisschen auf der oberflächlichen Sachebene bleiben. Damit du Gefühle wecken kannst, müssen Gespräche intensiver und tiefer werden, also auch auf die persönliche Ebene kommen. Kontakt in der Kontaktsperre war ja quasi nur auf der Sachebene. Auch eine Testfrage ist rein auf der Sachebene. In diesem fünften Schritt bauen wir so ein bisschen die Brücke von den bisherigen sachebenbezogenen Gesprächen zur persönlichen Ebene. Aber dieser Übergang, der darf nicht plötzlich passieren. Also wie beim ersten Date, da sprichst du ja auch nicht gleich übers Heiraten, oder hoffe ich zumindest. Oder sagen wir zumindest mal nicht übers Heiraten, aber beim ersten Date sprichst du auch eher noch auf der Sachebene, oder? Was machst du? Wo kommst du her? Und erst wenn man diese Themen dann mal so ein bisschen durchhaut, wenn man mal weiß, wer das Gegenüber ungefähr ist, erst dann kommen die Themen dran, die tiefer sind. Was ist dir wichtig im Leben? Was bringt dich zum Lachen? Und so weiter. Und zu dieser tiefen Ebene im Gespräch musst du auch deinen oder deine Ex wiederkriegen, also dass ihr auf dieser Ebene kommunizieren könnt. Und die Brücke dorthin, die bauen wir in diesem Schritt. Und diese angesprochene Brückenfunktion, die kommt den sogenannten Eisbrechern zu. Und wie dieser Name schon sagt, brechen die so ein bisschen das Eis zwischen dir und deinem Ex, was sie ja durch die Trennung aufgebaut hat. Bei Eisbrechern oder eigentlich generell beim Ex-Zurückgewinnen funktionieren gemeinsame Erinnerungen immer super gut. Und zwar ganz konkret Erinnerungen an die gemeinsame schöne Zeit in der Beziehung. Warum? Unser Hirn hat da eine interessante Eigenschaft. Fürs Hirn ist es gleich real oder gleich wirklich, ob jetzt gerade was passiert oder ob man sich nur was vorstellt, zum Beispiel ein schönes Erlebnis aus der Vergangenheit. Ich gehe da jetzt deswegen so ausführlich drauf ein, weil es extrem wichtig ist, wenn du deinen oder deine Ex zurück möchtest und weil es deine Chancen enorm erhöht, wenn du dieses Prinzip für dich umsetzen kannst. Ich möchte dich da zu einem kurzen Experiment einladen. Und zwar stell dir jetzt mal vor, ein Tier, vor dem du dich ein bisschen ekelst oder was du nicht ganz so super findest, wie zum Beispiel eine Spinne oder eine Schlange oder eine Maus, dann fühlt sich das für dich vermutlich nicht so wirklich cool an, oder? Auch wenn das Tier jetzt gerade nicht da oder vor dir ist. Da reicht es schon, wenn du dir es nur vorstellst. Und dann stell dir umgekehrt deine Lieblingsspeise vor. Stell dir vor, wie sie riecht, wie sie ausschaut oder wie sie schmecken würde. Und das ruft in dir vermutlich ein recht wohlig angenehmes Gefühl hervor. Mit solchen Techniken, also solchen Mentaltechniken, arbeiten auch die meisten Mentaltrainer. Die nennen das dann Visualisierung oder so Zielzustand vorstellen. Aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wenn du gemeinsame Erinnerungen von dir und deinem Ex aus der vergangenen Beziehung ansprichst, dann holst du diese wieder in die Gegenwart hierher. Und eine Schlüsselphrase ist da immer, erinnerst du dich? Weil wenn ich dich jetzt frage, erinnerst du dich dran, wie du heute in der Früh aufgestanden bist? Dann wirst du antworten, ja klar, erinnere ich mich. Nur was passiert? Dadurch, dass ich gefragt habe, erinnerst du dich, wurde dein Hirn da getriggert, es hat quasi eine Anweisung bekommen und hat die jeweiligen Erinnerungen hervorgekramt, wie es bei dir heute in der Früh war. Und genau das nutzen wir beim Eisbrecher aus. Verwende also die folgende Formel, ich habe gerade, dann schreibst du eine Tätigkeit hin, gemacht, erinnerst du dich noch als wir und dann schreibst du irgendein schönes gemeinsames Erlebnis hin. Also zum Beispiel, ich bin gerade beim Café XY vorbeigegangen, erinnerst du dich, als wir in Andalusien mal in diesem kleinen, schnuckeligen Lokal gesessen sind und diesen super Ausblick genossen haben. Und wenn der Eisbrecher mal gut funktioniert hat, dann geht es darum, dass du den Kontakt nicht abreißen lässt. Und zwar nicht abreißen lässt, ohne dass es irgendwie aufdringlich wirkt. Und damit sind wir bei Schritt 6, nämlich Kontakt intensivieren, damit du deinen Ex zurückgewinnen kannst. Die Brücke, die wir ja vorher zwischen der Sach- und der persönlichen Ebene bauen wollen, die sollen ja stärker werden.
sodass du dann irgendwie entspannt drüber spazieren kannst, damit du dann auf der persönlichen Ebene wieder Gefühle für dich auslösen kannst. Heißt, du musst einen Kontakt etablieren, sodass quasi mit dir schreiben bei deinem Ex wieder alles okay und angenehm empfunden wird. Eure Chats sollen also länger werden und sie sollen vom Austausch von oberflächlichen Informationen wieder langsam zu tieferen gehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffst du das, dass der Kontakt zwischen euch wieder intensiver wird und dass du mehr auf persönlichen Themen mit deinem oder deiner Ex bist? Es ist klar, dass das mit "Hey, wie läuft's bei dir gerade?" nicht funktionieren wird. Deswegen mach Folgendes. Und zwar das Wichtigste ist, dass dein oder deine Ex das Schreiben mit dir wieder als interessant und aufregend empfindet. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird sie deine Ex eher nach anderen Tätigkeiten umschauen, als mit dir zu schreiben. Aber wenn der Kontakt mit dir super cool ist, dann gibt es keine Notwendigkeit, irgendwie mit anderen zu schreiben. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie werden Gespräche und Chats mit dir interessant? Und das geht ganz genau, indem du für Abwechslung sorgst. Wenn ihr beide zum Beispiel jetzt schon regelmäßig schreibt, dann peppt deine Nachrichten auf, und zwar mit Fotos oder auch mit einer Emoji-Story. Wenn du da zum Beispiel zeigen möchtest, dass du jetzt rausgehst zum Radlfahren und weil die Sonne scheint, dann kannst du einfach eine Nachricht schicken, wo du so ein paar so Emojis schickst, und zwar mit einem Uhrzeit-Emoji und einem Pfeil-Emoji, einem Sonnen-Emoji, einem Radl-Emoji und einem Freude-Emoji. Und die zweite Variante für intensiveren Kontakt ist ganz simpel, machen aber die wenigsten, nämlich nachfragen. Die meiste Kommunikation ist ein typischer Wer-redet-mehr-über-sich-Wettstreit. Das kann man sich so vorstellen, während A über sich redet, denkt sich B schon die nächste Antwort aus, wie B selber von sich was erzählen könnte, ohne dass B A überhaupt richtig zuhört. Und so dreht sich dann quasi ein Gespräch immer im Kreis, wo keiner was vom anderen mitkriegt, sondern jeder nur darauf bedacht ist, dass er möglichst viel von sich erzählt. Und zwar durchbrich einfach diesen Kreislauf, indem du nachfragst. Beispielsweise mit folgender Phrase: "Wow, cool, klingt interessant, erzähl mir mehr da darüber." Da könnte man natürlich viel, viel mehr sagen, auch zu Fragetechniken und wie das genau geht. Deswegen kannst du wieder da oben hier aufs i klicken. Da kannst du dir den Guide am Blog von Szenario 2 anschauen, wo du SMS- und WhatsApp-Tricks erfährst, wie du den Kontakt mit deinem oder deiner Ex interessant, tiefgehend gestalten kannst. Der Blogartikel ist auch nochmal in der Description unter dem Video. Es lohnt sich wirklich, dass du da mal kurz reinschaust. Und jetzt kommen wir schon zu Schritt Nummer 7, nämlich Gefühle für dich wecken. Vom Prinzip bleiben wir wieder bei der Metapher von der Brücke. Mit der Testfrage und dem Eisbrecher hast du einen Kontakt auf der Sachebene etabliert. Im vorherigen Schritt haben wir die Brücke gebaut. Und jetzt kannst du da gemütlich rübergehen zur persönlichen Ebene, da, wo du wieder Gefühle für dich wecken kannst. Und weil diese Thematik so wichtig ist, habe ich da ein extra Video dazu gemacht, wo ich da genau zeige, wie du wieder Liebe herstellen kannst zwischen dir und deinem oder deiner Ex. Zusätzlich erfährst du in diesem Video auch, was es mit den 36 Liebesfragen auf sich hat. Du kannst es dir anschauen, wenn du hier wieder oben auf das i klickst. Alternativ ist der Link natürlich auch wieder unten in der Description. Beim Gefühle auslösen musst du mal eine ganz, ganz wesentliche Sache klarkriegen. Gefühle sind nichts, was plötzlich weg ist und dann plötzlich wieder da ist, wie bei so einem Lichtschalter. Wenn dein oder deine Ex also zu dir gesagt hat, dass die Gefühle nicht mehr da sind, dann ist die Realität: es gibt einen Grund, warum sich dein oder deine Ex getrennt hat oder zur Trennung entschieden hat. Aber er oder sie wollte dir das nicht sagen oder weiß es selber nicht so genau. Deswegen lassen wir dieses Gefühle weg oder dieses Gefühle wieder da einmal hinter uns und konzentrieren uns aufs Wesentliche. Nämlich, Gefühle kann man wieder auslösen. Die Grundvoraussetzung, damit wieder Gefühle entstehen können, die ist immer: dein Ex muss ein hoffnungsvolles Bild von der gemeinsamen Zukunft mit dir haben. Nur dann, wenn dein Ex quasi in die Zukunft schaut und für sich selbst feststellen kann, wir könnten in 2 Jahren glücklich miteinander sein, nur dann wird dein Ex diese Hoffnung haben und nur dann wird es für ihn oder sie Sinn machen, wieder in eine romantische Beziehung mit dir zu gehen. Und eine Möglichkeit, wie du das hinkriegst, ist es, über Gemeinsamkeiten zu sprechen. Beton also das, was euch verbindet, wo ihr einer Meinung seid und wo du und deine Ex die gleiche Weltanschauung teilt. Das schafft dann für euch quasi so eine gemeinsame Blase in der großen Welt da draußen. Der nächste Schritt, das ist ein relativ kurzer, aber vielleicht sogar der wichtigste im ganzen Ex-Zurück-Prozess. Denn wenn du den versemmelst, dann wirft dich das im schlimmsten Fall komplett aus dem Rennen. Wovon spreche ich?
Genau, nämlich Schritt Nummer 8. Du musst wieder ein Treffen zwischen dir und deinem oder deiner Ex ausmachen. Und da kommt jetzt leider ein kleiner Haken dazu. Wenn du das zu früh machst, dann wird dein Ex mit ziemlicher Sicherheit nachsagen. Also er wird ablehnen. Und wenn du es zu spät machst, also wenn du zu spät noch am Treffen fragst, dann wird sich dein Ex irgendwann denken, warum schreiben wir überhaupt? Was ist mit uns? Warum treffen wir uns nicht? Ist dieser Punkt mal erreicht, wo der Ex quasi sie fragt, warum nichts weitergeht bei euch, dann hast du ein richtig gravierendes Problem. Nämlich das Interesse vom Ex an weiterer Kommunikation mit dir, das wird so rasch dahinschmelzen wie Eiswürfel in der Sahara. Wenn du dir jetzt denkst, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann wird's ernst. Dann musst du nämlich die Frage aller Fragen stellen und eben um ein Treffen fragen. Schau, Menschen sind anlassbezogene Wesen. Und das gilt umso mehr, wenn man sie mit dem Ex oder der Ex trifft. Denn sei da sicher, in vielen Fällen werden die Freunde von deinem Ex fragen, was, du triffst dich mit dem Ex? Warum machst du das? Deswegen müssen diese Freunde verstehen, dass es einen plausiblen Grund für das Treffen gibt. Und da eignet sich immer ganz gut, wenn man eine Aktivität wählt, wo die Aktivität mehr im Vordergrund steht, als nur wir treffen uns. Mögliche Anlässe für so eine Aktivität wären zum Beispiel, wir erkunden den Wochenmarkt oder wir feiern den neuen Star Wars Film oder wir erzählen uns irgendwas Schönes vom Urlaub. Und wenn dein oder deine Ex Ja gesagt hat zum Treffen, dann hast du das Schlimmste mal überstanden. Denn dann kannst du diese ganze Aufregung mal beiseite schieben, ob du eh den richtigen Zeitpunkt getroffen hast und ob dein Ex eh Ja sagen wird. Dann folgt der schöne Teil, nämlich die Kür. Also Schritt Nummer 9, ein unvergessliches Treffen mit deinem oder deiner Ex haben. Bevor ich dir sage, wie dieses erste Treffen so wirklich super cool gelingen kann, noch eine ganz wichtige Sache. Fürs erste Treffen gibt es genau ein Ziel. Und das Ziel ist, dass es zu einem zweiten Treffen kommt. Dass dein oder deine Ex also den Kontakt mit dir mag, den genießt und auch die gemeinsame Zeit schätzt. Alles andere orientiert sich an diesem Ziel. Die Frage ist also, wie das erste Treffen so gelingt, dass dein Ex dich nochmal treffen will und dass du dann in weiterer Folge deinen oder deine Ex zurückgewinnen kannst. Wichtig beim ersten Treffen ist, dass es entspannt abläuft. Also übe keinen Druck auf den Ex aus und zieh keine Masche auf, wo du dich als den ultimativen Sonnenschein inszenierst und als den perfekten Menschen darstellst. Wenn du solche Tipps liest, dann bitte ignoriere die. Die helfen dir nämlich nicht weiter, sondern richten vielmehr nur noch mehr Schaden an. Zeig deinem oder deiner Ex beim ersten Treffen, dass du in einem Prozess bist. Das heißt, bei dir tut sie gerade viel, du wirst dir gerade die beste Version von dir und hast da eine Trennung, die du verarbeiten musst. Und du bist aber nicht in irgendeinem Freeze-Zustand, wo alles immer gleich bleibt, sondern du bist wirklich im Prozess der Veränderung. Zeig also, dass du die entwickelst und zeig, dass du die veränderst. Aber zeig auch, dass du immer noch ein Mensch bist, wo es mal Höhen und auch mal Tiefen gibt. Warum ist das so wichtig? So sagst du deinem oder deiner Ex, dass du bereit bist, dich zu ändern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist nämlich dann die Metabotschaft dahinter, wenn wir wieder zusammenkommen, dann wird nicht alles wieder genau so enden, wie es schon einmal geendet ist bei der letzten Trennung. Und damit sind wir dann schon beim letzten Schritt, nämlich Schritt Nummer 10, den Weg in die Beziehung gehen. Wenn du mal da angekommen bist, dann hast du in der Regel deinen oder deine Ex schon fast zurück. Grundsätzlich ist dieser Schritt in die Beziehung nur noch ein recht formaler. Wenn du also so weit gekommen bist, dann wird von eurer gemeinsamen Zeitgestaltung eh schon quasi alles mehr oder weniger eine Beziehung sein. Meistens ist es aber dann noch nicht ausgesprochen, dass es so ist. Aber da ist auch wieder wichtig, überstürzt das nicht. Das sind also die 10 Schritte nach Szenario 2, wie du deinen oder deine Ex wieder zurückgewinnen und in dich verliebt machen kannst. Wir bei Szenario 2 empfehlen dir wirklich, dass du dich in diesem Plan orientierst. Denn dieser Plan hat schon tausenden Menschen dabei geholfen, den oder die Ex zurückzugewinnen. Natürlich wird es immer mal die eine oder andere Abweichung geben, denn jede Trennungsgeschichte ist ein Stück weit individuell. Aber aus unserer Erfahrung durchschreiten alle Menschen, die erfolgreich den oder die Ex zurückgewinnen konnten, diese 10 Schritte nach unserer Methode. Wenn du mehr Techniken und Strategien erfahren möchtest, wie du jeden dieser 10 Schritte so anwendest, damit du deinem oder deiner Ex noch näher kommen kannst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal und klick neben dem Abonnieren-Button auch auf die Glocke, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es neue Videos mit Strategien und Techniken von uns gibt. Wie geht's also jetzt für dich weiter? Einerseits mit unserem kostenlosen Ex-Zurück-Crashkurs,
Darin erfährst du in 7 weiteren Videos mehr Strategien und Techniken, wie du die Trennung rückgängig machen kannst. Der Link taucht gerade neben mir auf. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich wieder, Liebe für dich auszulösen. Auch dazu habe ich dir ein Video neben mir hingegeben. In diesem Video erkläre ich dir auch, was es mit den 36 Liebesfragen auf sich hat. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, tschüss, baba und bis im nächsten Video.